JVA zu Michael rein, um dass er sieht, wie viele Menschen heute hier waren. Und ich sage euch, ihr wisst es, ich weiß es auch, das System hängt an der Wand. Es sind die letzten klaglosen Versuche, etwas am Leben zu erhalten, was gestorben ist. Und gestorben ist es, weil ihr seit 2 Jahren auf die Straße gegangen seid und heute in einer Anzahl hier steht, wie sie nicht mit uns gerechnet haben. Wir stehen nicht hier, weil uns das Privatleben von Michael Ballweg was angeht. Wir stehen nicht hier, weil uns die Geschäftsmodelle von ihm was angeht. Wir stehen hier, weil wir ihm vertrauen. Und wir stehen hier. Und wir stehen hier, weil es wieder einmal so ist wie die ganzen 2 Jahre über, dass die eigentlichen Verbrecher in Freiheit sind und die Falschständer Gitter sind. Und ich möchte euch ausdrücklich dazu ermutigen, nicht die Menschen zu verdammen, die das tun und getan haben, denn sie gehören auch zu unserer Menschheitsfamilie. Aber ihre Taten und was sie tun, das dürfen wir für negativ bescheiden. Da dürfen wir uns drüber auslassen. Und da sage ich nur eins, was seit Jahren in diesem Land passiert, ist das größte Verbrechen, das wir jemals gemeinsam erlebt haben. Und nur deshalb stehen wir hier auf der Straße. Ich fasse mich ganz kurz heute, weil viele andere auch was sagen wollen sollen. Wir brauchen keine Helden, die hier vorne stehen. Ihr seid die Helden schon seit Anfang an. Und Gott sei Dank sind heute nicht mehr hier, denn wir brauchen auch Leute in Frankfurt, Fulda, Hamburg, Bremen, überall auf der Straße. Wir brauchen die Menschen überall. Und die Frage ist nicht, wie lange geht das noch, sondern die Frage ist, wo wären wir, wenn wir nicht auf die Straße gegangen wären. Deshalb, wenn ihr heute Abend heimgeht und in den Spiegel schaut, dann denkt dran, ihr wart es. Ihr wart es, nicht wir hier vorne. Ihr wart es. Ihr geht seit 2 Jahren auf die Straße, Autokorso fahren, Schilderdemos, Aktionen ohne Ende. Und ich ermutige euch, macht genau so weiter, denn das System hat fertig. Und wir werden zum anderen Ende kommen, wenn wir genau so weitermachen. Ich grüße meinen Freund in der JVA.
Ich habe Michael Ballweg im April 2020 kennengelernt. Und im Mai 2020 sind wir hier, ich weiß gar nicht, ob wir da zum Jochen Bodemar gefahren sind oder wo wir hingefahren sind. Wir sind auf jeden Fall hier vorbeigefahren. Und ich habe zu ihm so im Spaß gesagt, Michael, irgendwann sitzt du da drin. Er hat gelacht. Aber es war auch wirklich nicht ganz im Scherz gemeint, weil wir haben natürlich gewusst, auf was wir uns einlassen. Wir haben gewusst, was passieren wird, wenn wir hier anfangen, Demonstrationen aufzuziehen, wenn wir anfangen, quasi dem Staat die Zähne zu zeigen. Und ihr alle habt das erlebt, ihr habt das auf Demonstrationen erlebt, ihr habt erlebt, wie die Polizei mit euch umgegangen ist, ihr habt erlebt, was es an Verfahren gibt. Möglicherweise sind euch auch die Konten gekündigt worden, habt ihr Ärger mit dem Arbeitgeber, habt ihr anderen Ärger, all das habt ihr erlebt, das haben wir gewusst und wir haben das durchgestanden. Die letzten 10 Tage waren dennoch mit die härtesten 10 Tage meines Lebens. Ich war mit meiner Freundin in Darmstadt, da war ein Stadtfest, oder ist glaube ich immer noch, ich weiß es nicht, und wir sind da zu so einer Rockband gegangen und die haben dann Musik gemacht, ich bin mitgegangen, habe mich erst ganz wohl gefühlt und dann sagte der Sänger auf einmal, ach kommt doch alle näher, es ist ja alles vorbei. Und dann habe ich gedacht, Mensch, der Michael, der sitzt jetzt gerade im Gefängnis und die Leute, die hier sind, die verstehen überhaupt nicht, dass der Grund, warum sie feiern können, im Wesentlichen der ist, dass er damals mit diesem Grundgesetz, mit diesem überdimensionierten Grundgesetz in Stuttgart auf den Schlossplatz gegangen ist und gesagt hat, wir lassen uns das nicht gefallen, er sitzt da drin. Dem haben sie seine Freiheit genommen. Der sitzt da drin und der weiß, dass er unschuldig ist. Und deswegen... Und das Allerschlimmste ist, diejenigen, die ihn da reingesteckt haben, die wissen auch, dass er unschuldig ist. Man muss ja nicht mal in die Akte geschaut haben, um zu wissen, dass da nichts dran ist an diesen Vorwürfen, weil die Staatsanwaltschaft selber ja jetzt über T-Online veröffentlicht hat, wie viel Geld gesammelt worden ist. Also Querdenken hat innerhalb der ersten 2 Jahre, also das ist der Zeitraum, ist von Mai 2020 bis Februar 2022, hat Querdenken, das hat die Staatsanwaltschaft ermittelt, 1,2 Millionen an Zuwendungen erhalten. Moment. Der Transparenzbericht, den Michael veröffentlicht hat, der natürlich nur eine Ausgabenseite hat, dafür ist auch viel kritisiert worden. Viele haben ihm gesagt, mach es nicht, wenn du die Einnahmenseite nicht veröffentlichst, veröffentliche auch nicht die Ausgabenseite. Aber er hat ja die Ausgabenseite veröffentlicht mit Belegen und da steht drin 1,04 Millionen. So, wenn er 1,2 Millionen gesammelt hat, was die Staatsanwaltschaft sagt, und 1,04 Millionen ausgegeben hat, nur in 2020, wo sollen denn dann die 640.000 Euro herkommen, die er veruntreut haben soll? Das rechnet meine Tochter in der 5. Klasse aus. Er hat seinen Kopf hingehalten und er hat seine Firma verloren. Dass jeder, der im Querdenken-Umfeld mitgemacht hat, ganz viele Veranstaltungsmenschen, die wissen doch, was passiert ist. Jeder, der irgendwie mit Querdenken in Verbindung war, hat auf einmal seine Aufträge verloren, hat seine Existenzen verloren. Alleine dieser Mut, das zu machen und dass sich dann Menschen auch in unserer Bewegung hinstellen und dann meinen, daran dann auch noch subtil oder offen Kritik zu üben und Michael Ballweg dafür zu kritisieren und so zu tun, als ob er irgendwie ein billiger Betrüger wäre, der irgendwie den Menschen das Geld aus der Tasche genommen hat, das finde ich zutiefst traurig. Und da kann ich nur einen Satz sagen, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Diese ganzen Prozesse, diese ganzen Geldströme, ja, ich würde niemals einen Transparenzbericht veröffentlichen, wo ich nur Ausgaben drin habe. Also mir wurde gerade vorgeworfen, ich wäre schuld, dass Michael Ballweg im Gefängnis ist. Also so viel Macht. Ja, weil ich das kritisiert hätte. Also liebe Leute, sorry, eine Staatsanwaltschaft, wenn die Kanal verfolgt und sieht, da hat einer nur Ausgaben, dann fragt der natürlich, die fragt natürlich auch nach den auch Einnahmen. Ja, sicher. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass da was am Ende rauskommt, weiß ich nicht. Ob das juristisch zu würdigen ist, das wird spannend, weil wir hatten diese Frage noch nicht. Ich unterhalte mich da mit relativ vielen Kollegen.
Und wenn das jetzt stimmt, was der Ralf gerade gesagt hat, Ausgaben 1,2 Millionen. Einnahmen 1,05 und das nur auf 2020. Dann können die, umgekehrt war es, glaube ich. Ja. Na, es war tatsächlich mehr Einnahmen aus Ausgaben, ja? Ja, genau. Aber dann kommen wir nicht auf 600.000, die ihr angeblich veruntreut haben soll. Das heißt, woher soll das Geld kommen? Also, das hat viele Aspekte hier. Das kann auch ein Schauprozess sein, wo der Michael einfach genutzt wird, um ein politisches Ziel durchzusetzen. Von wem auch immer. Wie gesagt, ich habe die Akte nicht gesehen. Deswegen kann ich dazu nur das sagen, was ich eben höre und was ich lese. Aber das reine Thema, wer hat hier Geld verdient? Ich habe auch kein Problem damit, dass der Bodo Geld verdient hat. Und es gibt offenbar Leute, die haben ein Problem, dass ich mich teilweise unterstützen lasse. Aber das ist, glaube ich, nicht das Thema. Die Frage ist, Michael Ballweg zu Recht im Gefängnis, aktuell in U-Haft? Ich glaube, nein. Ist an den Sachen was dran? Halte ich für schwierig. Er hat natürlich von der Organisation gesammelt. Das macht einen Unterschied. Bodo Schiffmann hat von Bodo Schiffmann gesammelt. Völlig legitim. Schenkung und Spende. Der Unterschied, den müssen wir mal erklären. Ja, aber das darf man nicht überbewerten. Ich meine, Spende, ich glaube nicht, dass jemand meint, der kriegt eine Spendenquittung, weil er mir, ich habe das nie so bezeichnet, aber weil er Bodo Schiffmann oder wem auch immer Geld gibt. Ich weiß nicht, wer Spende geschrieben hat. Ich glaube, Bodo hat das von Anfang an korrekt gemacht. Ich habe das von Anfang an korrekt gemacht. Wenn jemand Spende schreibt, könnte er damit suggerieren, dass das steuerlich absetzbar ist. Da muss man aufpassen. Da müssen auch gemeinnützige Vereine aufpassen. Zum Beispiel, was ich, Klagepaten ist, soweit ich weiß, jedenfalls steht es, glaube ich, auf der Webseite drauf, ist gemeinnützig und ein paar andere sind auch gemeinnützig. Und da muss ich dann gucken, ist das eine Spende, ist es keine. Und deswegen, wenn es eine Schenkung ist, naja, mich haben heute auch oder mir haben letzten Tage auch einige angeschrieben und ich habe das auch weitergeleitet. Ja? Sie haben Ralf was weitergeleitet, ich habe auch Michael was weitergeleitet, wobei er es ja wahrscheinlich nicht sehen wird, aber der Ralf wird es sehen. Wo mir ein Kollege auch geschrieben hat, ich habe Michael Ballweg und Pferde ein Geld geschenkt. Mir war das völlig egal wofür, ich wollte ihn unterstützen. Und das kann ich ehrlich gesagt auch gut nachvollziehen. Also man muss da wirklich die einzelnen Ebenen trennen, aber man sollte halt auch versuchen, ein bisschen sachlich zu bleiben. Und das ist halt das, was manchen jetzt hier auch nicht gelingt. Was aber auch in der Politik nicht gelingt. Also, ich bin gespannt. Es gibt wahrscheinlich, meine Vermutung, in den nächsten 6, 7, 8 Tagen mal eine Haftprüfung. Und dann schauen wir mal, was die Staatsanwaltschaft vorzulegen hat. Ich glaube nicht viel. Jetzt da.